Was fällt dir spontan jetzt hier in dem Cockpit auf, was Gutes zu dem Thema Ford Transit Nugget? Big Nugget. Big Nugget. Nuggets. Also spontan, super viele Ablagemöglichkeiten. USB-Anschluss, 12-Volt-Anschluss. Auf deiner Seite. Bei dir nicht? Hier habe ich auch noch einen USB, 12 Volt. Also in der Mitte. Ablagen hier unten auch, richtig schön viel Platz. Mhm. Becherhalter, Flaschenhalter. Oh ja, perfekte Größe, um ein Bier abzustellen auf jeden Fall. Was haben wir noch? Wir haben elektrisch anklappbare Außenspiegel. Oh ja. Oh, weißt du, was ich gerade sehe? Mhm. Tote Winkelassistent. Stimmt. Also Tote Winkelassistent hat er noch. Dann haben wir einen Spurhalteassistenten. Auch gut. Eine Verkehrszeichenerkennung. Wir haben einen Abstandstempomat. Und was ich eben schon mal kurz angesprochen habe, diese zwei Armlehnen einfach auf beiden Seiten, finde ich geil. Wie gesagt, im Nugget gibt es die nicht. Und da hängst du halt mit dem einen Arm immer so auf der Tür. Ja. Okay, hier ist halt auch ein bisschen vom Platz her halt ein bisschen. Hast du ein bisschen mehr Luft? Ja. Das ist schon, aber auch wenn du dich umdrehst, ist das echt mit beiden Armlehnen schon klasse. Mhm. Was haben wir sonst? Wir haben noch hier eine Klimaanlage. Wir haben sogar Beheizbare Außenspiegel. Beheizbare Außenspiegel und eine beheizbare Windschutzscheibe. Dann haben wir zwei Fahrmodi. Eco-Mode normal. Sync 3 haben wir verbaut mit Navigationssystem sogar. Also Apple CarPlay könnt ihr hier anschließen, beziehungsweise Android Auto könnt ihr hier nutzen. Das läuft dann alles über das Display. Also nicht nur mit der normalen Navigation jetzt hier von Ford. Wir können Ford Pass Connect nutzen. Ford Pass Connect, stimmt. Was fällt noch auf? Freisprecheinrichtung, gut. Auch klar. Ansonsten, wir haben 2,78 Meter Fahrzeughöhe. Lederlenkrad. Also das Auto, muss ich schon sagen, du sitzt ja eigentlich wie ein PKW drin. Ne? Ich meine, klar, du bist zwar ein bisschen hier erhöht und hast da viel Platz, aber von dem, was das Auto bietet, sind wir eigentlich hier PKW-Klasse, ne? Und Ablagen ohne Ende. Es gibt halt nur hier, wie heißen die, so ein Küchenbrett als Sonnenblende. Aber was gut ist, wir haben höhenverstellbare Gurte. Oh ja. Das ist vor allen Dingen gut, wenn der Gurt nicht mehr reicht für den Bauch, dann kann man das weiter runtersetzen. Oder wenn man dann kriegt man, dann hat man mehr Platz für mehr Bauch. Genau. Ne, Eckhardt? Oder wenn man ein bisschen dünner ist und braucht ein bisschen weniger Gurt. Genau. Wir müssen ja Wasser auffüllen, Strom auffüllen und dann gucken wir uns jetzt mal draußen an, was ihr so alles noch vorbereiten müsst. Einmal für eine Stromverbindung sorgen. Am besten hat man auch Verlängerungskabel dabei, weil mit der Länge kommt ihr maximal in der Garage irgendwo hin. Falsch machen könnt ihr auch nicht viel. Blau zu blau. Genau. Selbsterklärend. Und wenn ihr fertig seid und losfahren wollt, gucken wir doch mal, wie das Ganze wieder abgeht, weil da gibt es ja noch was zu berücksichtigen. So sehe ich nichts. Ihr müsst einmal den Hebel nach unten. Mach nochmal, ich halte die Klappe, dass man das besser erkennen kann. So da drin. Und so ist er raus. Perfekt. So, also hier sehen wir auch schon, mit was geladen werden kann. 16 Ampere, 6 Stunden lang bei 200 bis 250 Volt. Dann ist das Ding voll. Also ihr habt hier zwei kleine Schlüssel und zwar Headford. Das ist nämlich hier für die Toilette. Und dann habt ihr nochmal einen Schlüssel mit diesem Zeichen. Das sehen wir gleich auch noch auf der anderen Klappe beim Wasser, beim Frischwasser, wie wir das auffüllen. Das sehen wir jetzt gleich. Aber wenn ihr losfahren solltet, müsst ihr natürlich auch erstmal in die Toilette ein bisschen Chemie reinmachen. Entweder füllt ihr von oben Chemie ein, und zwar hier von der Toilette aus. Oder aber ihr nehmt das Ganze raus, hier eine Tablette reinschmeißen oder in flüssiger Form. Und das ist auch der Auslass. Das heißt, wenn ihr die Toilette entleert, einfach den Schnulli raus, hier den sonst vorhandenen Deckel abdrehen und dann das Ganze einfach. Oh
ausleeren. Danach wieder reinschieben und dann seht ihr oben im Klo wieder, das zeigen wir euch dann, wenn wir drin sind, so ein kleines Anzeige. Display. Das ist ja kein Display, das ist ja Füllstandsanzeige. Genau, Füllstandsanzeige habt ihr dann und diese seht ihr dann drinnen. Ob du noch scheißen darfst oder nicht, zeigt dir dann das Licht. Jetzt haben wir den Schlüssel mit diesem Kreis. Kannst du ja mal näher kommen und mal gucken. Also identisch, ne? Da könnt ihr nämlich auch gar nicht den Schlüssel irgendwo falsch reinstecken. Dann einmal aufschließen, rausdrehen. Das Ende kommt ans Waschbecken bzw. an den Wasserhahn. Haben wir jetzt hier leider nicht. Und das Ende führt ihr dann einfach hier oben ein, macht den Wasserhahn an, Wasser läuft und spätestens wenn es hier überläuft, ist der Tank voll. Wir sind jetzt auf dem Campingplatz, Wasser ist voll, Strom ist auch angesteckt und jetzt prallt die Sonne auf uns nieder. Das heißt, wir wollen natürlich auch die Gelenkarmmarkise ausprobieren und wie wir die rausholen, das zeigen wir euch jetzt mal. Jetzt ist es wichtig, dass ihr die Markise nicht gleich direkt auf 3 Meter ausfahrt, sondern erstmal ein Stück. Und entweder habt ihr den Ecker dabei, der dann hier in der Mitte festhält und dann könnt ihr das Ganze langsam rausfahren. Oder wenn ihr alleine seid, macht ihr einfach schon mal die Stäbe raus, fahrt das Ganze ein Stück runter, auf beiden Seiten natürlich. Hat die ganze Markise nämlich schon mal ein bisschen Stabilität und knallt nicht einfach runter. Dann könnt ihr weiter. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr nicht den Lack erwischt. Oder die Finger. Die Finger. So. Geht natürlich noch viel weiter raus, aber ich denke, das reicht erstmal. Ihr könnt natürlich dann auch noch hier unten das Ganze mit Heringen befestigen. Und ganz wichtig für jeden Camper, der Outdoor-Teppich. Und jetzt kann der Urlaub beginnen.